Shazar is given in the Jugend, hat sich gehodet in Städtel von meinem Boven, in Stolpze. Und wenn Shazar ist gewesen in Argentinien im 57. Jahr, hat man ihn gebracht in Seminar für Lehrer, wo ich habe gelernt, in unser Klass. Ich sah rein in unser Klass und zum ersten Mal habe ich ihn damals gesehen. Mir hat ihm erklärt, was mir hat ihm erklärt. Und danach hat man erzählt in der Mischproche bei uns, als Shazar hat gewollt sich treffen mit der ältesten Frau von Stolpze. Und das ist gewesen mein Bobbe. Ob er sich getroffen oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe keinen nicht gefragt. Aber wenn ich bin gekommen zum Präsident mit Professor Schmeruk, habe ich ja das Problem. Shazar sitzt dort, da Tisch. Ich und Professor Schmeruk sitzen entgegen ihm. Wie wendet man sich zu einem Präsident von der Medina? Hod malato nesia oder quod gdulato chwesn. Wie will er sich wenden zu ihm? Ob ich beschlossen, als ich besser schweigen und sehen, was Professor Schmeruk wird tun. Hebt sich an der Gespräch und Professor Schmeruk stellt sich auf und sagt, Tishma Shazar, Herr Zachain Shazar. Ob ich verstanden, dass es da in Formalitäten euch in einer formalen Treffung. Und Shazar hat gebeten, als er hat im 31. Jahr abgedruckt in Ivo, in philologische Schriften von Ivo, einen Artikel wegen Jiddisch in die Responsa, in die Schales und Schuhe von Rabboni. Für was? Weil wenn zwei Jiden haben gehabt, einen Konflikt zwischen sich, vielleicht sie kommen zu einem Beisdin, das was mit gerufen, Beisdin, Schelzlata, drei Dajonim, kommen die beiden Litiganten und sie sitzt als Sekretär und verschreibt alles, was jeder einer von den Litiganten sagt. Und es ist da ein Prinzip, als von Beisdin müssen die Litiganten reden in sehr tagtäglicher Sprache. Dem ich soll verstehen, exakt, was kommt vor. Und die tagtägliche Sprache, in 15., in 16., in 17., ist gewesen Jiddisch. Und der Sekretär verschreibt, Wort bei Wort. Und danach, wenn er die Rabbonim im Gimnaräuse ihre Bücher, geben sie dem Text auf Jiddisch. Und Shazar, sein Dikdachsamir in Moskau, ist gewesen in Bibliotheken und aufgeklebt. Von die Bücher, von die Scheiles und Schuhes, aufgeklebt alle Texte auf Jiddisch. Aber, wenn er ist gesessen in Berlin, schon nicht in Moskau, hat er gehabt Zettelach. Und bei dem abdruckenden Artikel in philologischen Schriften von Ivo, hat er nicht gekannt, gehen und kontrollieren noch einmal in die Bibliotheken, weil er hat noch gehabt Zettelach, ist er nicht gewesen sicher, Eberot korrekt hereingegeben die Texten und als Eberot gewollt herausgeben ein neues Buch, der Name ist gewesen, der Samir, Orei Dorot, die Licht von die Deures, hat er gebeten bei mir, ich soll gehen in die Nationalbibliothek, nehmen den Artikel von philologischen Schriften und gehen kontrollieren in die Bücher von der Responsa von Scheiles und Schuhes, jede Sache. Gut, bin ich weg in der Nationalen Bibliothek, eingeladen, ein paar zentlicher Bücher von rabbinischer Literatur, und ich öffne, und es ist mir geworden schwarz in die Augen. Alles ist geschrieben mit Ktav Rashi. Kleine, drobninke Äußerler. Mein Masel ist gewesen, also ich habe gelernt in Cheder, und ich habe und in Talmud Teuro habe ich auch gelernt, lehnen rasch. Aber ich konnte ihn kontrollieren und ich sehe, als Shazar hat weggestellt, die Tschuves von einem Rauf, auf Nomen von einem, was hat gelebt, 200 Jahre später. Er hat gemacht, das war mich masch. Also ich habe gemusst, anschreiben, ein Neim Xaviat von 90 Seiten. Und der Buch ist auch raus.
Orei Dorot, und dort steht geschrieben, dass er ich dank, demot wir gewendigt dem M.A., aber ich habe noch nicht geschrieben, kein Doktor, steht, ich dank Dr. Naftali Szeintuch, nicht kein Doktor, nicht kein Naftali. Shazar hat mir eingeladen, geben mir am Matone dem Buch, demot hat er schon korrigiert, kein, und angeschrieben, fahr Yechiel Szeintuch und dem Doktor. Kein.